So, da kommt unser Aufstich hin. Dann machen wir hier vielleicht noch ein bisschen breiter. Wir müssen ja dann auch noch die Wände machen, oder? Ja, nö, reicht schon. Dann machen wir also hier dann Wände hin. Wo sind unsere Tropenholzbretter? Hier. Hier können wir dann so zu machen. So und dann so. Ja, das ist schon mal sehr schön. Dann könnte man also hier ein Fenster hinsetzen. Also hier kommt dann so eine Art Lagern. Hier ist dann, wo könnte man dann so ein Herd oder was hinmachen? Vielleicht auch hier. Teile des Hauses sollen ja dann auch überdacht werden mit Blättern, damit das dann also ein bisschen natürlicher ausschaut. So, das können wir aber hier natürlich mit Holz machen. So, hier dann vielleicht ein Fenster rein. Hier ist der Baumstamm. Hier ist der Abgang. Und dann machen wir hier, ja, hier wäre dann Kücheneinrichtung, Fenster. Dann gehen wir hier nochmal so ein bisschen weiter. Vielleicht machen wir hier einen Eingang rein. Eine Tür. Oder brauchen wir keine Türen? So, da sollte ein Herd hin und dann kommen wir noch vielleicht eine Sitzmöglichkeit, wenn man irgendwie was essen möchte, nicht wahr? So, dann können wir das vielleicht bis hier machen. Sage ich mal. Ja, und dann machen wir hier könnte man offen lassen, sage ich mal. Das wird auch wieder darunter wachsen, genauso wie hier. Dann machen wir das bis hierhin. Und die nächsten da, Tropenhölzer. So, und dann ist das hier der Küchenbereich. Könnte man so offen lassen. Hier ist der Ausgang. Na, das wird dann der Ausgang. Das wächst noch wieder zu. Also noch ein zweiter Ausgang. Wir haben ja mehrere. Wir sind ja, ja, und was machen wir hier? Können wir ein Fenster hin machen? Das ist ein bisschen weit. Das heißt, vielleicht machen wir da oben noch was. Also, dann machen wir hier. Zack. Hier müssen wir was hinsetzen. Und dann
Machen wir das hier zu. Da haben wir dann hier noch ein Fenster mit Aussicht auf den Wasserfall und dieses schöne Gewächs da oben. Vielleicht machen wir ja hier unten noch mal was. Das bietet sich irgendwie an, dass man da noch was macht. Da ist es schon wieder gewachsen. Prima, da können wir gleich mal runter und das alles aufsammeln, was hier so runtergefallen ist. Hier ist auch bestimmt einiges runtergefallen, genau. So, das hier nicht. Du Huhn, Schaf meine ich. So. Wo ist der Aufgang? Hier. Wo mir das Schaf den Aufgang anzeigt. Und hier machen wir dann Fenster rein. Ja, wir können ja einfach mal sagen, wir bauen es bis hier. Und bauen dann hier irgendwo noch Fensterchen hin. Hier so ein schmales Fenster. So, da kämen also überall Fenster rein. Hier ist noch so ein kleines. Dann machen wir hier das, ja, hier so Ablageflächen, ja. Also zum Beispiel Kisten, die kriegen wir natürlich so nicht auf. Das heißt, kriegen wir doch auf, weil das ja hier Stufen sind. Ah, gut. Ich wollte gerade Stufen hinsetzen, aber es sind ja schon welche. Dann haben wir auch gerne Probleme, die aufzumachen. Dann muss ich das halt nur die Kisten dann da hinsetzen. So, da kommen also Kisten übereinander hin, da gehen sie auf und dann machen wir hier vielleicht noch was Regalartiges hin. Die Inneneinrichtung sollten wir dann aber aus anderem Holz machen, sag ich mal. So, dann haben wir hier. Das hier könnte man dann Kochstelle und sowas machen vor das Fenster. Und dann müssten wir hier noch so eine Sitzmöglichkeit haben. Hier vielleicht so einen kleinen Esstisch oder was. No. Mal sehen, vielleicht mache ich den. Also hier kann man dann Esstisch hin. Zack, zack, zack. Hier gehen das so rum. Hier würden die Tische stehen. Oder da. Und hier wird dann der Eingang ausgehört. Mal so Tisch, mal die Kochmöglichkeit, also Küche. Ist schon mal soweit fertig. Hier oben sind wir dann in unserer Wohnetage. Wohnetage und vielleicht auch gleichzeitig Schlafetage. So, wie sieht's aus? Machen wir dann, wir kommen also von hier hoch. Das machen wir alles mal schön dicht. Also, wo sind unsere flachen Dinger? Haben wir keine mehr? Doch, da noch 64. Kann sein, dass wir das gleich noch abändern. Das kann auch weg. Ne, das meinte ich. So, dann gehen wir hier mal. Ja, ihr müsst leider jetzt mal weg. Ich könnte ja auch eine Schere holen. Könnte ich ja machen. Hier ist der Aufgang gewesen, ne? Oder? Das nehmen wir mal weg. Dann können wir das hier gleich als Aufgang nehmen bis oben hin.
Wird schon wieder finster. Ei. Hier draußen sieht es noch gar nicht so dunkel aus wie unter den Bäumen. Jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly.